ein freudiges Hallo zurück. Hallo Freunde, der NRW bei 18 hier zurück bei seinem Let's Play Black Mirror. Ja, es ist so viel Zeit vergangen, dass man eigentlich schon fast sagen könnte, ich fange dieses Let's Play nochmal von vorne an. Aber ich habe mir den ersten Teil nochmal angeschaut und muss mich auch gleich dafür entschuldigen, dass ich da so einige Probleme hatte, was die Aufnahme anging. Und zwar hatte ich einmal das Problem hier unten, das Inventar, warum auch immer, das war abgeschnitten. Durch die Aufnahmeeinstellung, die ich mit Camtasia getroffen habe. Denn dieses Spiel lässt sich nicht mit Fraps aufnehmen. Und dann hat mir einer es gesagt, es war asynchron. Tja, keine Ahnung, warum asynchron. Absolut keine Ahnung. Ich hoffe, jetzt hier habe ich damit keine Probleme. Ich werde da auf jeden Fall nochmal drauf achten, wenn ich das dann am Schluss rendere. Und auch ein ganz großes heiliges Versprechen, das Wort Ergo gibt es ab sofort in meinem Wortschatz nicht mehr. Es ist so furchtbar, dieses Wort. Ach, aber okay. Ergo, wir machen jetzt hier weiter. So, jetzt ist aber Schluss. Ja, wir sind hier dieser lustige, nette Mann, der auf seinem Zimmer jetzt hier sich umgeschaut hat. Und ich glaube, wir waren auch überall fertig. Die Schüssel, die Schublade, da waren wir auch überall. Dann gehen wir mal wieder auf den Flur und schauen uns da mal um. Da waren nämlich so einige Sachen, die ich mir gedacht habe, die hättest du dir mal angucken können. Williams Lieblingsgemälde. Jemand aus der Familie hat es vor etwa 300 Jahren gemalt. 300 Jahre, das ist aber viel. Das Blöde, was ich finde, ist, wir haben hier in dem Spiel keine Hotspots. Früher war ein Kinderzimmer dahinter. Jetzt sind es nur noch nackte Wände. Es hat keinen Sinn, dorthin zu gehen. Aber das ist dann auch wieder schön. Die Objekte, die wir dann nicht mehr gebrauchen können, werden uns dann auch nicht mehr angezeigt. Yippie-juhu! Im Flur ist nur das leise Ticken der Uhr zu hören. Naja, selbst wenn ich das höre, kann es nicht so leise sein. Zur Treppe, zur Treppe. Okay, geht's da weiter hoch? Ach nee, jetzt komm mal hier, wir sind jetzt einmal im Kreis gegangen, ist ja Victorias Zimmer. Schauen wir uns da mal um. Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Ja und? Victoria ist... Okay, mit rechts können wir es nicht anklicken. Ja, Roberts Arbeitszimmer, da waren wir schon drin. Ja, hier gehen wir jetzt wieder da. Ist ja... Gut, dann denke ich mal, gehen wir wieder runter zur Treppe. Ah, hier war das, genau. Zum alten Flügel, Obergeschoss. Genau so war das. Ich wollte doch sagen, da war doch was. Ich habe keine Ahnung, wonach ich dort suchen sollte. Okay. Dann waren wir hier schon mal an der Ecke stehen. Gehen wir mal ins... Hinter den anderen Türen im Flur sind nur leere Zimmer. Sinnlos, dorthin zu gehen. Oh, Akingas, okay, es ist weg. In den alten Flügel will er wahrscheinlich auch nicht gehen. Oder doch? Wo ist denn der Mord passiert? War das der alte Flügel oder war das das Obergeschoss? Zum Balkon. Hört, hört. Zum alten Flügel. Also die Atmosphäre, die muss man schon mal sagen, ist schon mal grandios gelungen. Och, und jetzt hier eigentlich... Richtig, hier vorne kann man sogar die Grashalme sehen. Schaut euch das mal an. Wow, wow, wow. Alter Turm. Da ist doch der Mord passiert. Hinter diesen Fenstern war Williams Arbeitszimmer. Wenn ich herausfinden will, was sich in Wirklichkeit abgespielt hat, muss ich da irgendwie reinkommen. Ja, das ist doch mein Reden die ganze Zeit. Und irgendwie jetzt mit der Melodie im Hintergrund musste ich auch irgendwie an Baphomets Fluch denken. So, selbstschließende Türen, die sind mir auch die liebsten. Hier gibt's nichts mehr. Ich hatte gehofft, nie wieder hierher zurückkehren zu müssen. Ich kann mir Catherines Tod nie verzeihen. Nicht sie. Nicht was? Nicht sie, sondern was? Ich schwöre, ich habe jetzt nicht auf die Maus oder so geklickt. Wie der Rest des Zimmers bei einem tragischen Brand vor vielen Jahren zerstört. Dieser Ort weckt Erinnerungen an jene furchtbaren Ereignisse. Ja, aber komisch, hier ist noch Strom. Also ich meine, oder soll es da eine Kerzenlampe sein? Die Leinwand wurde von den Flammen völlig zerstört.
Nur Asche. Nur Asche. In der... Was? Jetzt hat er mit rechts was gemacht. Die Reste eines zerrissenen Fotos. Aha. Es ist nur die Frage... Ja, okay. Also, aha. Zum Dachboden können wir gehen. Schrank, der wahrscheinlich komplett leer sein wird. Außer Staub ist da nichts mehr. Na, dachte ich mir. Ich meine, es ist zwar schön, dass die ganzen Entwickler... Aus schwarzem Marmor. Hier das alles gemacht haben, dass wir die Sachen anklicken können. Aber wenn wir einfach nur sie anklicken und dann einfach nur einen Spruch bekommen, weiß ich nicht. Ich meine, was soll das? Also... auf der Unterseite... Auf der... was ist denn los hier? Der ist schon lange im Ruhestand. Toll, jetzt kann ich die Vase nicht mehr anklicken. Das ist doch Murks, ist das doch. Okay, aber ich denke mal, dass ich jetzt hier alles durch habe. Zum Dachboden. Abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Und wir haben natürlich... Brieftasche, zerrissenes Foto, Pillen, Williams Todesanzeige. Was ist denn mit dem Foto? Oh nein, ein Mini-Rätsel. Oh, klasse. Und ich weiß jetzt natürlich auch, was es sein soll. Ich vermute mal, das Weiße soll der Rand sein. Oh, noch mehr Puzzlestücke gegen mich, oder? Leco mio, ey. Ey, wie viele Teile sind das? Tja, es rastet auch irgendwie nicht ein. Das sieht mir... nach einem Ohr aus. Das könnte ein Kinn sein. Meine Güte. Warum denn so viele Stücke? Und dann auch noch so Fitzelchen hier. Ey, was soll das? Wollt ihr mich flachsen? Wenn die dann hier noch wenigstens irgendwie einrasten würden. So, jetzt habe ich zwar alles eigentlich aussortiert. Warte mal, das hier könnten Haare sein. Nee. Okay, das könnte jetzt so aussehen, als wenn es wirklich eingerastet ist. Das könnte sogar hier irgendwo hingehören. Also ich vermute mal definitiv, dass der weiße Rand außen hingehört. Warte, ist das... nein, das gehört dahin. Das könnte auch so hinkommen. Das kann ja jetzt hier nur Ewigkeiten dauern. Freunde, ich würde vorschlagen, wenn ich hier fertig bin mit diesem aufregenden Puzzle, warte, dann werde ich mich wieder melden. Vielleicht werde ich das ja auch im Zeitraffer einmal jetzt schnell fortlaufen lassen. Mal schauen, bis gleich. Thank you.
entschuldigen Sie die Wartezeit. Sie werden gleich weitergeleitet. Leider erreichen uns zurzeit sehr viele Anrufe. Bitte entschuldigen Sie die Wartezeit. Unser Serviceteam wird Ihren Anruf so bald wie möglich entgegennehmen. Entschuldigen Sie die Wartezeit. Sie werden gleich weitergeleitet. Und damit zurück. Hallo, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir setzen das letzte Puzzlestück. Dieses Gesicht habe ich noch nie gesehen. Aber wer könnte das Foto in den Kamin geworfen haben? Und warum hat er es vorher sorgfältig zerrissen? Fragen über Fragen. Nun gut, also, wir haben ein altes Foto, wir haben die Brieftasche, Pillen und wir können nicht auf den Dachboden. Die Tür ist abgeschlossen. Nun gut, das heißt, wir gehen wieder Schulung. Mit dem Bild könnten wir jetzt theoretischerweise wieder ein paar Leute fragen, aber ich möchte mich hier nochmal ein bisschen weiter umschauen, denn... Moment, von wo kam ich? Ich kam von hier vorne, Tür, Schloss verlassen. Zur Bibliothek, genau. Diese Tür führt nirgendwo hin. Dahinter befindet sich das unterste Geschoss des alten Schlossflügels. Der Eingang ist seit Jahren zugemauert. Boah, das ist irgendwie unheimlich hier. Das ist vor allen Dingen, hier steckt auch irgendwie null Leben in dem Schloss. Was? Ach so, hineingehend. Zur Treppe, okay. Ich glaube, ich war hier aber auch schon mal zum Stall. Was ist denn das? Okay. Können wir uns jetzt hier noch irgendwas zaunen? Na, da ist er drauf geflogen. Der Gute. Dies ist die Stelle, an der William seinen letzten Atemzug nahm. Ich gehe erst, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Ja gut, aber du kannst trotzdem jetzt weitergehen. Zum Stall. Ach, guck mal, hier ist tatsächlich jemand. Morris. Boah, das ist schon geil animiert, muss man sagen. Die Säcke da sind voller trockenem Heu. Sie sollten in den Stall gebracht werden, bevor es regnet. Tja, Freunde. Ich glaube, ich schaue mich hier noch ein bisschen um und dann soll es das auch wieder gewesen sein. Er ist trocken. Daraus wurde schon lange kein Wasser mehr geholt. Ja, seht ihr, was ich meine? Irgendwie steckt hier so null Leben irgendwie in der ganzen Umgebung. Holzrippe, das zum Stall, Tor. Das schauen wir uns alles erst im nächsten Teil an, Freunde. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, NRWBoy18. Adieu.